Ja, moin. So, heute geht's da hoch. Da. 277 Meter. Ja, und ab dafür, ne? Euch viel Spaß. Mal ein Wandertag. Ne? Ich muss auf das Ding einer drauf einmal. Geht nicht anders. Der Schwatte ist am Strand. Lässt sich gut gehen. Und ich mache hier eine kleine Wanderung. Ne? Gut, wünsch mir Glück. Was bimmelt ihr hier so rum? Das muss echt nervend sein, so ein Teil um den Hals zu haben. Arme Tiere, ey. Erstmal im Schatten gehauen. Okay, jetzt habe ich glaube ich ein Problem. Der Weg, der auf Google steht, sagt, ich muss hier lang. Und hier ist Privatgelände. Aber ich will doch nur da hoch. Da muss es einen anderen Weg geben. Da muss ich irgendwie außen rum oder so. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht umsonst gelaufen, also. Ich werde es mir mal angucken. Nochmal. Und dann. Ich halte euch einfach auf dem Laufenden. Wir werden da schon hochkommen. Alles klar, ich hab's gefunden. Dalaya San Yamuel. Alles klar. Dann geht's da jetzt hoch. Dann wollen wir mal. Ich bin auf jeden Fall am Start und fit. Nur die Wärme macht einen echt ein bisschen fertig. Aber das wird schon. Ich hab den Weg definitiv gefunden. Und jetzt fängt langsam an. Ich tropfe. Die Sonne kommt auch raus. Aber boah, da ist noch mal was anderes bei den Temperaturen. Aber ich glaube, ein Viertel müsste ich jetzt geschafft haben. Ja. Hier sind jetzt immer schön die Steine markiert und die Bäume. Dann kann man den Weg auch nicht verfehlen. Ne? Auf jeden Fall edle Pflanzen hier. Na gut. Ich gehe mal weiter. Eieieiei. Aber ganz ehrlich, dafür, dass es nur 277 Meter sind, hat der Berg es irgendwie drauf. Boah. Oder das ist die Hitze. Oder beides. Weiter geht's. Ja, aber schön. Aber in die Richtung. Dann gleich das Meer. Ich denke, das wird richtig schippern. Aber das sieht auch schon nicht schlecht aus. Ne? Edel, edel immer. Boah, jetzt wird geil. Schön felsig. Genauso liebe ich es. Müsste auch schon echt fast da sein. Weil da ist schon der Hang. Ich gehe quasi doch jetzt so hoch. Ich dachte, ich gehe den Hang hoch, aber ich gehe direkt frontal. Egal. Nochmal ein bisschen Schatten tanken hier. Aber jetzt gleich kommen keine Bäume mehr. Meine Güte. Echt übel bei der Hitze. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber naja. Dann wollen wir jetzt durch, ne? Aber ich bin auch fast da. Nicht mehr lange. Aber wie gesagt, bevor ich da oben in der prallen Hitze bin, noch mal ein bisschen Schatten hier genießen.
Grillen, ey, die sind echt heftig laut. Unnormal. Krank. So, ich chill jetzt hier noch ein paar Minuten und dann gehe ich weiter. Ne? Bin am Ölen wie ein Wasserhahn, hör mal. Da ist er. Krass. Hast geschafft. Ja, und hier ist Scala Ratjada. Krank. Geil, mal auf einem Berg zu sein und Meer zu sehen. Sonst sehe ich immer nur andere Berge. Echt cool. Gut. Wir sehen uns am Leuchtturm wieder. Aus 1600 habe ich gelesen. 1600 und ein paar zerquetschte. Da ist er. Ist weiter weg. Sonst seht ihr den überhaupt nicht. Krass. Aus dem 16. Jahrhundert. Mein Gott, ist das schön hier oben. Wie viele Berge. Krass. Ich dachte, hier ist nur Party auf Malle. Aber Bussekuchen. Auch richtig schöne Berge und Natur. Heftig. Ganz hinten auch noch. Mein Gott, die Farbe von dem Wasser, ne? Heftig, heftig, heftig. Ja, und da ist Scala Ratjada, ne? Sorry, wenn ich so flüster, aber ich habe gestern ein bisschen zu sehr die ganzen Lieder mitgegrölt, die da liefen. Meine Stimme tut ein bisschen weh. Da unten wohnen wir, ich und der Schotte. Oh, hier, schöner Schmetterling. Ich versuche mal näher ranzugehen. Boah, hat der krasse Farben. Ja, ein bisschen Pause jetzt hier machen und dann abstiegen. Was eine Aussicht. Krank. Das ist echt krank. Dann wollen wir mal gucken, was hier noch so ist. Da ist auf jeden Fall der Leuchtturm. Ja, hier wird es jetzt, glaube ich, wieder runtergehen. Ist gar nicht so groß. Wenn man da ist, dann denkt man, das ist größer. Schwatte müsste, glaube ich, an dem Strand hier sein. Scala Ragjada. Ne? Da werde ich auch jetzt gleich lang stiefeln. Hier wieder runter und dann ab nach Scala Ragjada. Aber ich bin mega gut in der Zeit. Auf jeden Fall. Ist noch richtig früh.
Alles klar, ich mache eine kleine Pause und dann Abstieg. Ne? An der Baumgrenze wieder angekommen. Hier sind auch schon wieder die Schilder. Die Markierungsschilder. Top. Alles super gefunden. Bis auf ganz am Anfang, da habe ich gedacht, okay, wo schickt Google mich dahin? Aber jetzt komplett zufrieden auf jeden Fall. Jetzt ab zum Hotel und dann gucken, was der Schwatte so treibt. Ne? Gut. Ich melde mich dann, wenn ich unten bin. Komplett unten bin. Oh, oh, oh. Gut, unten angekommen. Ja, noch nicht ganz unten, aber ich sehe schon die Kala Agula. Und das heißt, dass ich so 20 Minuten bin ich zu Hause. Oder eher gesagt im Hotel. Ja. Ich hoffe, euch hat das kleine Bergvideo gefallen. War auf jeden Fall ein schöner Trip. Ne? Ich musste mir unbedingt einfach mal den Leuchtturm da oben angucken. Und ja, hat sich gelohnt. Ne? Ihr wisst ja, liken, kommentieren und ein Abo dalassen. Da würde ich mich echt drüber freuen. Also, wir sehen uns. Ciao. Oh, adios.